Hallo, 8 Uhr morgens. Ich muss in einer halben Stunde zum Flughafen. Ich muss mich dehnen. Mama, ja, das ist mein Gräber, ja? Ich will ja auch. What the fuck? Bin ich 50? Geht nicht, meine Haare. Ich habe gerade meine Haare gewaschen, die sind noch halb nass. Und mein Pony ist nicht gestylt und ich habe keine Softbox. Aber ich dachte, es ist... Oh mein Gott. Okay, das war's mit dem Video. Das hat mich sehr gefreut, Leute. Und das waren die Trends 2023. Habe ich ein Unterhemd an. Ah, super. Ich sag euch, was ein Trend war. Ein Trend war für mich, die letzten Monate alles zu verschütten, über alles zu stolpern, was auch nur um 3 Quadratmeter, kurz gerechnet, Radius, von mir steht. So nähert euch nicht. Es geht jetzt tatsächlich los, das ist das Video. Ist nicht das normale Settings, nicht das normale Licht. Ich bin in Berlin, bin mir zu Hause. Es ist gerade Weihnachten vorüber. 27. und ich kann das nicht. Ich kann nicht, dass Weihnachten jetzt wieder ein Jahr dauert. Leute, es braucht ein Weihnachten im Sommer. Ich bin ehrlich, gebt mir 3 Tage. Nicht aus dem Haus gehen, nur snacken, Filme gucken und lustige Klamotten mit Schneemännern drauf tragen. Wofür habe ich das ganze Jahr gewartet? Damit ich jetzt wieder ein Jahr warte? Ich habe so viele Kekse gegessen. Und ich will mehr. Trends 2023. Wir haben schon 2017 damit angefangen. Im nächsten Video geht es um die meiner Meinung nach unnötigsten. Ich war da einfach 15. Und jetzt sind wir 21. Yay, ich hab's geschafft. Ich bin noch hier. Als ich die Trends gesammelt habe für dieses Jahr, über die ich reden wollte, hatte ich Schwierigkeiten, weil es so viele waren. Und ich war so, ich kann hier nicht 2 Stunden sitzen, aber... Dieses Jahr gab es 1 Milliarde Trends. Wenn du nicht auf TikTok bist, du lebst ein ruhiges Leben, weil man ist wirklich so... Eins nach dem anderen, es hört nicht auf. Und ich habe mich für die meiner Meinung nach wichtigsten Trends entschieden. Also, kommen wir dazu. Reden wir über die Trends. 2023. Der erste Trend. Ich. Ich war nicht so im Trend, wie ich gerne im Trend gewesen wäre. Ich wäre gerne für andere Sachen im Trend gewesen. Zum Beispiel für meinen Hüftschwung. Das ist halt alt. Nee, nicht dafür. Warum werde ich rot? Stopp. Nee, ich wäre gerne für andere Dinge vielleicht in den Nachrichten gewesen. Schlauste Person Deutschlands. Also je weiter weg das Gewitter ist, desto größer wird ja unsere Sicherheit. Ich nehme es kurz zurück, das können wir rausschneiden. Ich war dieses Jahr so sehr in der Öffentlichkeit, dass ihr euch nicht wundern müsst, wenn ich nächstes Jahr unter einem Stein verschwinde. Leider ist das ganze Thema, ihr wisst welches Thema, das Thema, was im Sommer aufkam, ist noch nicht durch. Auch wenn ihr nichts davon hört, ich bin noch mittendrin. Das ist nicht so spaßig. Aber man tut, was getan werden muss. Da. Nächster Trend. Be real. Ich weiß, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, aber ich bin überfordert, denn jetzt kommen einfach so junge Spunde zu mir auf der Straße. Junge Spunde? In meiner Generation hat man ja noch Selfies gemacht. Nein. Die fragen mich nach Be Reals. Können wir ein Be Real zusammen machen? Nicht ganz klassisch ein Foto. Ein Be Real. Ich will nicht wissen, was alle die ganze Zeit machen. Be real. Ich bin zu real, wenn ich alleine in meinem Zimmer sitze und mir Gedanken darüber mache, was ich eigentlich mit meinem Leben mache. Ich brauche nicht zu sehen, wie jemand Kaffee trinkt. Das ist bestimmt auch lustig, wenn man es mit seinen Freunden macht. Das Be real-Ausmaß hat in meinen Augen auf jeden Fall dieses Jahr nochmal inflationäres Verhalten gezeigt. Und dann habe ich nur einen Versuch. Die spinnen doch. Dann drücke ich da drauf. Klar sehe ich nicht beim ersten Versuch so aus, wie ich gerne aussehen würde. Kann ich das löschen? Ja, okay, aber dann sieht man, wie viele Versuche das gebraucht hat. Zu real für mich, Leute. Ich mache 40 Selfies und suche daraus eins aus, was ich dann poste. Be gorgeous, not be real. Und da braucht es auf jeden Fall einige Versuche, nicht 2. Ich habe eine Freundin, sie ist wunderschön. Sie macht ein Selfie. Sie sieht aus wie Gott. Ich denke mir, für dich ist diese App der nächste Punkt Atzen. Ich und meine Freunde sind schon ziemlich atzig. Ich würde auch sagen, in Berlin gibt es schon auf jeden Fall viel mehr Atzen als an anderen Orten. Und das fehlt mir immer ein bisschen. Wenn ich so in Hamburg, München, Köln oder so bin, dann fehlt mir da ein bisschen die Atzigkeit. Hier in Berlin ist es dann doch, da fühle ich mich ja doch wohl. Ist ja schon angenehm. So ein Atzen-Vibe zu spüren. Dann nimmt man die Dinge ja vielleicht nicht so ernst. Man ist einfach ein bisschen Loco-Poco unterwegs. Und ich habe gesehen, dass deutschlandweit dieses Jahr Atzen an Wertschätzung gewonnen haben und an Popularität, ja. Da wollen auch einige Menschen sehr gerne Atzen sein. Das wird Trend. Da müssen wir ganz doll drauf aufpassen, dass es nicht zu trendy wird. Und dann auf einmal ist
Atze sein, so wie eine Snapback zu tragen und so auf Bildern zu machen. Ich sag's ja nur, ey, ich habe nur Sorge um die Atzigkeit, ja. Das ist jetzt eine Sorge, die ich das ganze Jahr mit mir trage. Und auch was die Musik angeht. Wenn ihr guckt, wer ist in den deutschen Charts, da sind schon ein paar ordentliche Atzen unterwegs. Und da freue ich mich, das zu sehen. So, Berlin represent nämlich ganz viele davon. Und? Ja, so viel zu den Atzen. Clean Girl Aesthetic. Ich weiß, mein T-Shirt davor, das, was ich ruiniert habe mit meinem Morgenkaffee, das war schon sehr Clean Girl Vibe. Ich bin ehrlich, es war von... Eigentlich darf man nicht in diesen Laden. Dieser Laden hat eine Größe. Und es sind die basicsten Arschteile, die ich je gesehen habe. Bin ich da mal reingelaufen, weil ich ein basices Arschteil für unterm Pullover wollte. Und so bin ich da rein. So durch die Tür, weil so... Ich habe breite Schultern. Wie ich komm Club nicht rein. Die Tür ist so weit. Kein Spaß. Bei Brandy Melville in Amsterdam, ja. So eine Tür. Die meint es wirklich toten Ernst mit der Diskriminierung. Clean Girl Aesthetic, Leute. Dazu kommt ein ganz eigenes Video. Clean Girl Aesthetic? Geht's uns gut? Ich? Ja? Kyla Cracky Scheik? Bin dieses Jahr der Clean Girl Aesthetic ein bisschen verfallen, muss ich sagen. Clean Opfer. Ich hab mich mitziehen lassen, hab dann ein paar Mal in den Spiegel geguckt und war so, ja, weniger ist mehr. Und dann dachte ich mir irgendwann dieses Jahr so Ende dieses Jahr, dachte ich mir, was machst du? Ich will nicht zu viel darüber ranten. Es kommt ein eigenes Video dazu und ich habe eine differenzierte Meinung zu Clean Girl. Wirklich, ich will nicht nur haten. Und ihr fragt euch, warum musst du ein ganzes Video darüber machen? Es kommt. Das ist wirklich, Clean Girl Aesthetic ist der Tod für Style und Individualität. Ich will überhaupt nicht, dass ihr euch angegriffen fühlt, weil ihr seht toll aus. Ihr macht das super, ihr gebt euch Mühe. Und ich hab euch lieb. Ich will nur sagen... Zieht auch mal was Hässliches an. Und lasst eure Haare wild durch den Wind pfeifen. Ich meine, jeder hat eine andere Haartextur, Leute. Ich bin gerade sehr generalisierend. Es ist mir scheißegal, was ihr macht, wie ihr euch anzieht. Nächstes Jahr... Es kommt wieder in die Crack-Era. Nächstes Jahr gehen wir wieder Lokos. Mir scheißegal. Alter, ich bin erst beim vierten Punkt. Ich muss mich beeilen. Ich muss gleich los. Eras. Era. Era. Eine Ära. Alle waren so... In my Clean Girl Era. In my... Single Girl Era. In my Makeup Era. Leute, nicht alles ist eine Era. Wenn ihr zweimal die Woche einen Tee trinken geht, müsst ihr nicht eine Story posten, in der ihr sagt... In my Tea Era. Wie süß ist das hier eigentlich? Hup, 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 hup. So der Normalmensch macht's nicht. Es machen nur Kack-Influencer. Dass die mir alles sagen, es ist eine Era. Vielleicht lebt ihr einfach nur. Vielleicht macht ihr einfach nur Dinge. Es ist nicht alles eine Era. In my Party Era. Okay, Party Era, Slowkeeping. Ich nehme es zurück. Ich meine so kleine Sachen. Wisst ihr, so scheiß Furzsachen. Wisst ihr, welche Era ich bin? Seitdem ich 13 bin, in meiner Furz-Era. Okay, warte. Anyway, Clean Girls. Ich bin eine blähende Maus. Vor allem, seitdem ich vegan bin. Ich sage nur 3 Quadratmeter Radius. Spaß, ich rieche gut, okay? Es gibt einen Grund, warum in meinem Intro ich mir Parfum drauf mache und nicht furze. Vielleicht müssen wir es ändern. Es ist nicht eklig zu furzen, Leute. Es ist, man, ich Taylor Swift, wenn wir schon von Era reden. Taylor Swift hat dieses Jahr gesagt... Ich verkürze die Lebensdauer der Erde um 36.000 Jahre. Durch ihre Tour, ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten gesehen habt. Wirtschaftlich gesehen hat sie viel eingebracht für die Städte. Für wen ist das interessant? Für absolut niemanden. Ich wollte nur sagen, Taylor Swift war dieses Jahr ein großes, großes Ding. Und ich habe auch eine Meinung zu Taylor Swift. Kennt ihr diese TikToks, wo die so sagen... What Taylor Swift sounds like to non-Swifties. Und dann ist es so... Werde ich gecopyrighted? Das klingt genau wie Taylor Swift. Ich verstehe das auf eine Art gleichzeitig. Ich habe schon viele Songs von Taylor Swift, die ich auch mal... Viele. Ich würde so sagen 10 ungefähr. Vielleicht 6. Die ich so gerne höre. Ich höre die jetzt nicht regelmäßig. Sie hat schon Banger. Sie ist schon irgendwo... Ist sie schon wirklich ultra krass. Ich bin jetzt kein Swiftie, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so Hardcore Taylor Swift Fan. Und ich finde, es gibt auch viele Künstler, die auch ein bisschen mehr Hype kriegen könnten. Aber ich gönn's ihr. Das ist ein Small Town Girl. Die erste, die so Country Musik so Popstar geworden ist, glaube ich. Also, sie ist ja schon krass. Ich will nicht haten. Aber manchmal, wenn ich Taylor Swift höre, muss ich auch einfach wegdrücken. So viel zu Taylor Swift. NPCs? Dieser ganze NPC und Main Character Trend? Scheiß? Dass so alle so sagen, oh, so NPC-Mainstream-Verhalten. Okay, wisst ihr was? Alle, die so sagen, oh, so ein NPC. Stellt mal vor, ihr werdet ein NPC. Wie entspannt wäre euer Leben? Ihr macht euren Scheiß.
So, ihr habt eure Identität, aber halt, die ist jetzt nicht so, dass ihr müsst einen krassen Plot haben. Ihr müsst nicht aus Versehen aus dem ersten Stock fallen und dann von einem brennenden Auto wegrennen, um Main-Character zu sein. Ihr könnt auch einfach chillen, ihr chillt eure Eier, ihr seid ein NPC. Ihr braucht nicht eine krasse Story, es ist okay, wenn ihr euch auf euer Glück und eure innere Ruhe fokussiert. Ich zum Beispiel habe mir nicht ausgesucht, ein Main-Character zu sein. Ich wurde so programmiert. Es ist das Schlimmste, was ich jemals von mir gegeben habe. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das Video danach weitermachen soll. Ich verstehe, wenn Leute mich unsympathisch finden. Aber nochmal zu diesen NPCs. Kennt ihr diese Livestreams, wo Leute so tun, als wären sie NPCs? Willkommen im Team! TikTok, TikTok! Ein Fox! Thank you! Hello! Rose! Und dann kriegen die so Geschenke auf TikTok. Ich habe gerade so einen NPC-Livestream nachgemacht, falls ihr es nicht verstanden habt. Immer wenn ich über so einen NPC-Livestream stolpere, ich mache 3 Kreuze und sage, wenn ich in die Hölle komme, dann bin ich gebläst. Wenn ich dahin komme, wo diese Menschen hinkommen, die haben irgendwas Teuflisches an sich, was richtig Finsteres. Diese Livestreams, wenn ich die gucke, die gruseln mich so. Insane. Für mich, also es ist ja wirklich, als wären die seelenlos. Wenn ich diese Livestreams gucke, denke ich mir, was machst du da? Manchmal schwitzen die vor Anstrengung von diesen NPC-Bewegungen. Würde ein NPC wirklich schwitzen? Nein. Hol dir Antitranspirant, Deo für den ganzen Körper, wenn du realistisch sein willst. Aber es macht es noch gruseliger. Du bist ein Mensch und du stehst dann... Thank you. Oh, Kaffeemaschine. Warum jetzt? Vielleicht ist wieder was ausgegossen hinter mir. Vielleicht. Meine Mutter hat es nicht einfach mit mir. Nächster Trend ist Barbie und Oppenheimer. Das waren ja die größten 2 Filme dieses Jahr. Ich habe beide gesehen im Kino, wie es sich gehört. Ja, Kino darf nicht ausschämen. Kino unterstützen wir. Also Barbie Superfilm, Oppenheimer Superfilm, habe ich beide sehr genossen. War auch kurz in meiner Barbie-Phase. Ich war nämlich mit einer... Das ist uninteressant. Ich habe den Film in L.A. gesehen, in einem Kino. Alle waren pink angezogen, das war cool. Das war so ein Influencer-Event, als wir diesen Barbie-Film gesehen haben. Und ich bin so während des Barbie-Films, so, es war so mies emotional. Greta Gerwig, die Regisseurin. Full Feminismus. Fuck Patriarchy. Ja? Toll gemacht. Ich gehe auf Klo. Ich sehe so 2 Mädchen, die auch so komplett pink sind, die im Film saßen. Stehen so am Waschbecken, chillen da so. Sieht so aus, als hätten sie es da gemütlich gemacht, ja? Ich komme so rein und sage so, hey, ja, wir sind beide aus dem Barbie-Film. Wir sind beide vom Influencer-Event und so. Da stand so, nachdem ich Pipi machen war, wie es sich gehört, meine Hände, ja? Die eine so zu mir. This movie is so boring, right? It's so boring. Like, I can't. So hat sie mit ihm geredet. Kein Spaß. Genauso. Ich stehe da so, ich so. Ja. Das war meine Barbie-Interaktion. Oppenheimer. Zusammenfassung. Den fand ich auch gut. Sehr, sehr toller Film. Cillian Murphy. Crush. Kommen wir zu X. Ich habe letzte Woche einen neuen Ick entdeckt, wenn Typen mit einem Getränk die Treppe hochlaufen. Ah, es ist nicht okay. Es ist wunderschön. Das könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Ich wünsche, es gibt eine Compilation von Typen, die mit einem Getränk eine Treppe hochlaufen. Beide Richtungen sind okay. Ja, Ick sind eine gemeine Sache. Ich weiß, es ist nicht fair. Es tut mir leid. Wir haben Männer verschreckt, sie haben Angst, sich zu bewegen, weil sie Angst haben, dass man einen Ick kriegt. Aber ich muss 2 Sachen sagen. Ick sind kein neues Ding. Wir hatten nur kein Wort dafür. Es war immer sowas, wo man sich dachte... Ich finde, man muss auch vorsichtig sein, weil durch dieses Ick-Ding, Männer hier unter uns gucken ja auch einige Männer zu. Ich will euch jetzt nicht super doll in Schutz nehmen, weil ihr kommt schon damit klar. Es ist schon okay. Es ist jetzt nicht so serious. Andererseits will ich auch an meine Girlies auch sagen, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht verkopfen, weil wisst ihr so, es ist nicht schlimm, wenn man Icks hat. Man darf es nicht zu ernst nehmen. Jeans unter Kleidern oder generell Hosen unter Röcken und Kleidern. Tatsächlich finde ich das ganz toll. Das war ja auch schon früher mal ein Ding, wie alles früher mal ein Ding war. Aber das ist jetzt so it-trendy. Viele finden es hässlich. Ich finde es super toll. Ich finde es schön. Ich bin selber tatsächlich noch nicht drauf gekommen, ja. Manche Connections mache ich einfach nicht. Es gibt ja so Fashion-Leute, die sind so ultra krass. Die sehen alles. Und Kleider mit Hosen, so ja, habe ich ja jetzt vielleicht letztes Jahr habe ich so damit angefangen. Aber langsam check ich es, habe ich das Gefühl. Langsam bin ich im Game. So, ich check welche Kleider, welche Röcke. Und es macht richtig Spaß. Da habe ich nochmal neue, wisst ihr, da habe ich noch mal mehr Tops praktisch. Ist ja auch toll. Leute, scheut euch nicht davor. Macht es einfach. Gleichzeitig Röcke an Männern. Ich würde sagen, an alle Männer, die das gucken. Röcke an Männern. Sexy. Brecht die patriarchalen Strukturen. Traut euch einfach. Mode, Haarschnitte, alles hat
kein Geschlecht. Das ist alles nur, wie wir es wahrnehmen, Leute. Also wenn ihr Lust habt, was auszuprobieren und wenn ihr denkt, das sieht cool aus, glaubt nicht daran, wie ihr sozialisiert wurdet, was okay für euch ist zu tragen. Ich weiß, es ist schwer in der Welt und ich weiß, man wird oft gejudged, aber je mehr Menschen sich trauen, desto normaler wird's und ihr helft es zu normalisieren, wenn ihr euch traut. Auf den, es ist nicht so deep, es ist Kleidung. Das Wichtigste ist, wie ihr drin seid. In euch, wie euer Herz schlägt. Tube Girl. So eine Olle hat so einen Trend gestartet, wie sie in der U-Bahn sich so bei TikToks filmt und dann kommt so Wind und sie slayt und das ist schön. Aber jetzt denke ich mir so, meine Güte, noch mehr TikToks in der Öffentlichkeit drehen, wenn Leute nach ihrer 8-9 Stunden Schicht dann da sitzen in der Bahn und einfach entspannen und dann kriegst du eine All jeder dritten U-Bahn. Ich will aber auch kein Spielverderber sein. Ist auch schick, ist ein schicker Trend. Hätte ich die sozialen Kapazitäten dafür in so einem Rahmen zu slayen, würde ich es bestimmt auch machen. Oh, ich muss so los. Adidas Sambas. Adidas Sambas? Adidas Sambas? Adidas Sambas? Viel Hate, finde ich, gegenüber Adidas Sambas, weil die so im Trend waren dieses Jahr. Weil viele so meinten, die haben keinen Style, dieses... Leute, Adidas Sambas haben wahrscheinlich... Meine Fuß... Sag nichts, ich weiß, das ist der ultimative Style. Die haben wahrscheinlich meinen Fuß gerettet, weil ich habe jahrelang, seitdem ich 15, 14 bin, nur Plateauschuhe getragen. Und Adidas haben mich zurück auf den Boden gebracht. Wortwörtlich. Ist es gut für meine Wirbelsäule, für meinen Fuß, nie wirklich auf dem Boden zu laufen, sondern immer so viel dazwischen zu haben? Absolut nicht. Und Adidas Sambas sind die ersten Schuhe, die es geschafft haben, dass ich wirklich regelmäßig auf dem Boden laufe. Die sehen toll aus, die passen zu so viel. Ich finde die super. Ist mir egal, wenn es Mainstream ist. Es ist cool und es ist stylisch und kann man super kombinieren und ist einfach ein bequemer und schicker Schuh. Letzter Punkt. Roman Empire. How often do you think about the Roman Empire? I thought about it yesterday. I thought about it today. But I probably don't think about it every day. Probably like every other day, maybe. Well, if I was to stay on average, like... Half the days. Wisst ihr doch, habt ihr doch mitgekriegt, oder? Wenn nicht, wenn ihr nicht chronisch auf Social Media unterwegs seid, es gab so eine Theorie, dass Typen so regelmäßig ans Römische Reich denken. Und dann haben so ganz viele Frauen ihre Freunde oder Männer gefragt, wie oft sie an das Römische Reich denken. Und dann war es irgendwie so ein Phänomen, dass extrem viele Typen ans Römische Reich denken. Und alle waren so, warum? Was ist mit euch? Ich war ja auf einem humanistischen Gymnasium und hab Altgriechisch und Latein gelernt und hab mein Latinum Graecum gemacht. Sprachen ist gar kein großer Deal. Hab deswegen viel übers Römische Reich gelernt. Ich weiß eigentlich alles. Ich denke aber nie ans Römische Reich. Das muss ich sagen. Dafür, dass ich habe so lange in der Schule gehabt, 8 Jahre darüber geredet. Vielen Dank. Ich habe damit abgeschlossen. Und deswegen sagt man so, was ist mein römisches Reich? Wisst ihr, what's my Roman Empire? Also woran denkt man so regelmäßig? Ich sag euch, was mein Roman Empire ist, weil es eher um Röpsen, Furzen und Kacken ging dieses Video. Mein Roman Empire ist, als ich mit 11 Ministrantin war, Fragezeichen, ich war Ministrantin, Totenstille, ich habe vorne auf der Treppe gekniet, sollte gleich diese Glocke da läuten, Totenstille, während der Pfarrer aus der Bibel vorliest, lobpreiset den Herrn, Stille, ich furze, laut, es hallt durch die ganze Kirche, 2 Ministranten vorne, ich und ein Typ, der Typ gibt mir ein Bombastic Side ein, und die ganze Kirche hat gehört, wie ich vorne gefurzt habe. Das ist mein Roman Empire. Da komme ich nicht drüber hinweg und habe kurz danach auch meine Ministrantenkarriere beendet. So, das war Trends 2023. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch lieb und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder bei den Trends. Mal sehen, was das nächste Jahr für uns bereithält. Ich hoffe, ich verschwinde nicht unter einem Stein. Und falls doch, dann sucht mich. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Jahr, Leute. Und wenn nicht, dann hoffe ich, nächstes Jahr wird besser.